Du besuchst gerade die letzte Klasse der Oberstufe und fragst dich, welche Optionen dir nach der obligatorischen Schulzeit offenstehen. Hast du dir schon einmal Gedanken über die Informatik-Mittelschule gemacht? In diesem Video erfährst du, wie die IMS aufgebaut ist und wieso sie genau die richtige Option für dich ist. Die Informatik-Mittelschule kombiniert Informatik mit kaufmännischer Berufsbildung sowie breitem Allgemeinwissen. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf der Applikationsentwicklung. Während der vierjährigen Ausbildung lernen die Schüler und Schülerinnen Software für Unternehmen aller Art zu programmieren und können als Informatiker und Informatikerin EFZ in Fachrichtung Applikationsentwicklung und der kaufmännischen Berufsmaturität direkt ins Berufsleben einsteigen oder an einer Fachhochschule studieren. In den ersten 3 Jahren besuchen die Schüler und Schülerinnen allgemeinbildenden sowie kaufmännischen Unterricht an der Kantonsschule. Der Schwerpunkt der schulischen Ausbildung an der Kantonsschule liegt auf den Fächergruppen Finanz- und Rechnungswesen, Wirtschaft und Recht sowie auf allgemeinbildenden Fächern wie Mathematik, Geschichte und Politik, Technik und Umwelt sowie Sprachen. Die Schüler und Schülerinnen besuchen 1,5 bis 2 Tage pro Woche den vertiefenden Informatikunterricht an der Berufsfachschule BBB in Baden. Das Fach Informatik EFZ Fachrichtung Applikationsentwicklung bildet sich aus verschiedenen Modulen, die sich mit Web- und Mobilapplikationen, Datenmodellen und Datenbanken sowie dem Programmieren auseinandersetzen. Im Lernatelier Informatik setzt du das Gelernte in die Praxis um und lernst, wie im Berufsalltag gearbeitet wird. Den 3- bis 4-wöchigen obligatorischen Fremdsprachenaufenthalt in der 3. Klasse absolvieren die Schüler und Schülerinnen in einem englisch- oder französischsprachigen, je nach Vorkenntnissen auch in einem italienisch- oder spanischsprachigen Gebiet. Im 4. Jahr der IMS absolvieren die Schüler und Schülerinnen ein 1-jähriges Praktikum als Informatiker und Informatikerin in einem Betrieb. Das Praktikum ermöglicht dir, den Einblick in betriebliche Abläufe zu erhalten und deine Informatikkenntnisse zu vertiefen. Um sicherzugehen, dass dieser anspruchsvolle Lehrgang das Richtige für dich ist, hast du die Möglichkeit, vor deiner Anmeldung eine freiwillige Eignungserklärung zu machen, bei dem du während eines Gesprächs herausfinden wirst, inwiefern du dich für diese Ausbildung eignest. Du hast auch die Möglichkeit, dich für einen Schulbesuch anzumelden, damit du einmal bei uns schnuppern kannst. Informationen zur Anmeldung findest du auf der Webseite des Kantons Aargau.